dass uns der Tod betrifft, weil wir, ob wir uns dem stellen oder nicht, weil wir wissen, er ist unausweichlich. Mit jeder Sekunde, die ich lebe, gehe ich auf dieses Ereignis zu. Ich kann das nicht abstellen oder abbestellen oder ich entkomme dem nicht. Ist eine Grundgegebenheit. Und eine Frage steht auf. Das ist die Philosophen nennen das die Geburt der existenziellen Philosophie, also des Nachdenkens über meine Existenz, über mein Dasein, über mein Leben, das mich unmittelbar betrifft. Der Tod ist so etwas wie ein Grundimpuls überhaupt der Philosophie, also über sich selber nachzudenken, sich zu reflektieren. Am 4. Juli 2003 wurde von der damaligen rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen eine Neufassung des Bestattungsrechts auf den Weg gebracht. Und die beiden Kirchen, also sowohl die katholische wie die evangelische, hatten heftige Kritik im Vorfeld dieses Gesetzesentwurfs geäußert. Es gab natürlich eine Anhörung und die Kirchen brachten den Anschlag nicht so sehr ihre eigenen Interessen oder ihre eigene Überzeugung, sondern das, was im Grundgesetz verbürgt ist, dass es nämlich hier um eine Verletzung der Würde des Menschen geht. Man kann auch das zu einem homogenen Körper in beliebiger Form gießen oder künstlerisch gestalten. Inzwischen ist ja so in, dass sie aus Tante Erna einen Diamanten machen können. Ja? Das wird dann so verdichtet, dass sie am Schluss einen kleinen Stein haben. Und da können sie dann sagen, das ist Tante Elli oder das war mein Vater oder ist mein Vater. Ich weiß nicht, wie die Sprachgebräuche sind. Ja? Bachelor und Master hat man ja diese alte Ordnung, dass man, wenn man Theologie studiert hat, zuerst mal Philosophie machen musste, 4 Semester oder 6 Semester und dann Theologie studiert hat, weil die Philosophie die Art des Denkens überhaupt erst die Grundlagen legt, um Theologie zu treiben. Das ist ja inzwischen alles in den Wind geschossen, indem man für den Bachelor irgendwie immer so Querschnitte macht. Also man hat immer ein Thema und dann prüselt man sich irgendwie aus allem irgendwie was zusammen. Es passt aber dann nichts zusammen. Dann wundert man sich, dass am Schluss da Leute rauskommen, die nicht denken können. Das ist eben nicht besonders verwunderlich. Ja. Deshalb einfach zu sagen, also das mit Leib und Seele, das ist unbiblisch und das geht nicht. Aber das hat diese Theorie, es ist eine Theorie, hat tiefe Auswirkungen bis hinein in unsere Totenliturgie, bis in alle Gebete. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil konnte man relativ frei von der Seele sprechen, auch für die man betet, die weiterlebt, die sich einem Examen unterziehen muss. Alles, das findet man heute de facto nicht mehr. Diese Rede ist aufgegeben worden. Eine Theorie. Modeerscheinung. Mag es nun Vergebung Gottes oder der Menschen sein? Unvergebene Schuld ist gerade bei bewusstem Sterben das schwerste Hindernis, gefasst und gelassen in den Tod zu gehen. Wenn man das liest, kann man im Grunde genommen schon mit Händen greifen, wo die Defizite heute auch in der Pastoral sind. Also nicht nur, dass auch Katholiken massenweise sterben, ohne dass sie das Bußsakrament empfangen haben. Das ist jetzt die sozusagen, sage ich mal, von der kirchenamtlichen Seite. Heißt aber doch auch, dass automatisch klar ist hier, sie erschweren sich das Sterben. Sie nehmen automatisch einen unglaublich schwierigen, und da, meine, auch die Bußandacht, ich nehme jetzt gar keine mehr wahr, das war ja so zumindest mal jahrzehntelang der Renner, und damit hat man sich irgendwie getröstet, dass man noch irgendwas tut, dass Buße auch mal noch vorkommt. Ja? Aber gibt es inzwischen ja auch, selbst die gibt es ja nicht.